Nach etlichem Hin und Her rief der Volkslehrer uns dann doch noch zum Singen und Tanzen gestern am Sonntag in Berlin. Deswegen treffen wir uns hier am Sonntag um 15 Uhr und dann können wir ein bisschen singen und anschließend ein bisschen tanzen. Hier ist eigentlich ganz gut gelegen, ne? Da ist der Bahnhof. Da Angie. Ne? Also besser kann es gar nicht sein. Aber wir haben uns dann doch noch verfehlt. Scheinbar sind wir zum falschen Platz gegangen oder der Volkslehrer war dann doch verhindert. Da habt ihr das Kanzleramt und hier haben wir die überwachte und beschützte Tanz- und Singfläche. Der Volkslehrer ist ja sehr viel unterwegs, hat sehr viel zu tun. Vielleicht ist er im letzten Moment verhindert worden. Ich glaube, er hätte uns gesehen, so wie wir Ausschau gehalten haben in alle Richtungen. Wir waren auch relativ nah dran an den Polizisten. Also ich gehe davon aus, dass der Volkslehrer nicht da gewesen ist. So, hier soll das Singen heute sein und das Tanzen. Es wird wohl nicht so viel werden bei diesem Dauerregen. Es wird nicht aufhören, schätze ich mal. Naja, mal sehen, wer kommt und was wir machen. Vielleicht ein bisschen singen. Ich vermute mal, Tanzen wird heute nicht stattfinden. Wir waren jedenfalls nicht untätig und haben wenigstens ein bisschen geübt. So, hier könnte man ja tanzen und hier könnte man ja ein bisschen singen. Sind wir jedenfalls regengeschützt. Zuerst haben wir ein bisschen den fröhlichen Kreis noch ein bisschen nachgespielt vom letzten Mal, also zumindest ein paar Elemente. Dann beim nächsten Mal verabschieden die Männer die Damen. Und nehmen die nächste Dame. Wir verabschieden uns mit der nächsten Dame. Und das Erste, was wir machen mit der nächsten Dame, ist gut. Ach so, oder so war das? Ja, genau. Leider völlig falsch. Ich bin eben doch noch kein richtiger Volkstanzlehrerassistent. Dann haben wir ganz kurz den Hopser einstudiert. Der kommt ja ziemlich oft vor im Volkstanz. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Zweimal rechts, zweimal links. Rechts, rechts, links, links. Machen wir weiter bitte. Jetzt machen wir zusammen. Und rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links. Und so, jetzt machen wir das alles einmal. Kreis, dann müssen wir deine. So. Und dann machen wir das. Ich drehe mal so. Jetzt drehen wir uns. Während wir hüpfen, drehen wir uns. Aber ich führe dich. Ja, gut. Gut. Rechts, rechts, links. 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 Links. So, jetzt integrieren wir den. So, das mit dem Integrieren, das lassen wir mal lieber jetzt, sonst kommen wir ein bisschen sehr durcheinander. Jetzt hast du es drin. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Rechts, sehr gut. Weißt du, jetzt haben wir ein Element. Genau, genau. Übst du beim nächsten Mal nochmal? Genau, ja. Und dann sitzt das. Okay. Und so machen wir das jetzt Element für Element. Ja? Gerne. Aber das rechts, rechts, links, links. Übt das auch zu Hause. So, liebe Freunde des Tanzsports, das war's hier. Es fiel ins Wasser, aber ihr habt gesehen, wir sind trotzdem tätig gewesen. Wir haben einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, indem wir der jungen Dame da den Hopser oder Dreher, keine Ahnung, wie man es nennt, ihr habt es ja gesehen. Das könnt ihr auch zu Hause machen, die Frauen machen. Rechts, rechts,
links, rechts, rechts, links, links, rechts. So, das war's schon. Beim nächsten Mal gibt's mehr, weil beim nächsten Mal wird das Wetter schöner sein oder wir sind irgendwo drin. Und dann werden wir viele neue Tänze machen und dann auch wieder die Elemente dieser neuen Tänze werde ich dann wieder erklären. Bis dahin, tschüss!